Google findet deine Website nicht automatisch. Dazu musst du sie einreichen bei Google, um sie indexieren lassen zu können. Und das geschieht über dieses Tool namens Google Search Console, ein kostenloses Tool, aber eines der wichtigsten Tools, wenn du Sichtbarkeit willst in der Google-Suche. Und da kannst du dich mit ein paar Klicks anmelden für Google Search Console. Wenn du Probleme hast damit, dann rede mit mir, Link unter diesem Video. Und du kommst in diese Sicht, die am Anfang noch keine Daten hat, aber nach ein paar Wochen hast du hier Daten über deine Sichtbarkeit in den Resultaten der Google-Suche. Du siehst, welche Seiten werden gelistet, welche deiner Seiten sind nicht in Google. Du siehst, wo allenfalls Probleme sind, wo Google dich abgestraft hat. Du siehst deine durchschnittlichen Positionen für jede einzelne Seite deiner Website. Du siehst die Anzahl Impressions, also wie viel Mal wurde deine Website angezeigt in Google, auch wenn niemand geklickt hat. Und die Klickrate, solche Dinge. Damit das funktioniert, musst du erstmal Google Search Console dich anmelden, deine Website darin verifizieren, und wenn das gemacht ist, dann gibt es zwei Orte, wo du Seiten einreichen kannst zur Indexierung. Das eine tust du ganz am Anfang, eines der ersten Schritte, nämlich eine Sitemap angeben. Da gehst du in der linken Navigation hier zu Sitemaps und hier gibst du die URL deiner Sitemap in dieses Feld ein und klickst Submit. Und ich habe ja da zum Beispiel diese Sitemap. Das kann ich auch anschauen hier. Das ist öffentlich. Das wird in meinem Fall jetzt vom Tool Yoast SEO erstellt in meinem WordPress drin. Wenn du also WordPress hast, kannst du das mit diesem Plugin Yoast SEO tun. Kostenlose Version davon reicht. Und du siehst hier, da gibt es zwei Links. Eines zu den Posts, das sind Beiträge in meinem Blog. Und eines zu den Pages, das sind Seiten meiner Website. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei Pages reinklicke, sieht man alle Seiten meiner Website. Oder bei Posts alle Blogartikel auf meiner Website. Aber ich muss nur diesen Link, die Haupt-Sitemap, muss ich nehmen und hier eingeben bei Sitemaps, hier oben in die URL. Habe ich schon gemacht, aber ich kann das trotzdem nochmal tun. Submitting Sitemap. Dann ist es hier in der Liste, das ist dieses. Jetzt hat es ein neues Datum. Es hat 115 Seiten darin gefunden. Und wenn du das zum ersten Mal einreichst, dann geht es vielleicht eine Weile, bis Google dann all deine Seiten wirklich in den Index aufgenommen hat. Das also der erste Weg. Der zweite Weg ist, wenn du Updates machst auf deiner Website, wenn du irgendwas optimierst, einen Artikel ausbaust, ergänzt, für Suchmaschinen auch optimierst, für die Lesenden auch optimierst, dann kannst du hingehen, oben in dieses Suchfeld, und da habe ich zum Beispiel einen Blogartikel, LinkedIn-Profil verifizieren. Du natürlich mit dem Link zu deinem Blogartikel, den du überarbeitet hast. Dann siehst du erstmal, ob die Seite in Google auffindbar ist oder nicht. Grün heißt, URL is on Google. Gut, es könnte also theoretisch in Google gefunden werden. Nur wenn es vielleicht auf Position 70 ist, wird niemand klicken. Auch auf Position 40 eher nicht. Wir wissen das ja von uns selbst, da klicken wir ja nicht. Aber was du hier tun kannst jetzt, ist, das klappe ich immer auf dann, Pages Index, da sehe ich, wann es zum letzten Mal von Google besucht wurde. Und das war heute Morgen, ist heute der dritte, ja, heute Morgen um 2. Wenn ich also jetzt nach diesem Datum Änderungen gemacht habe, und vor allem, wenn es umfangreiche Änderungen sind, dann könnte ich hier bei Page Changed, Request Indexing, klicken und Google würde die Seite nochmal anschauen. Das kannst du nur irgendwie 10, 15 Mal pro Tag tun, also ja, vielleicht nicht bei jeder kleinen Komma-Änderung,
Aber wenn du umfangreiche Updates gemacht hast, kann sich das lohnen, weil manchmal ist es so, dass Google nur alle paar Monate vorbeikommt, vor allem wenn du eine Website hast, die nicht sehr häufig neue Inhalte oder Anpassungen erhält. Okay? In diesem Fall jetzt würde ich davon ausgehen, dass es nicht allzu lange geht, bis Google wieder vorbeikommt, wenn es schon heute Morgen da war. Und vielleicht hätte ich Geduld und würde das nicht klicken. Oder vielleicht würde ich denken, ja gut, das waren jetzt wichtige Änderungen. Ich will möglichst schnell diese Änderungen in Google haben. Dann würde ich klicken. Okay, diese zwei Wege, Sitemaps oder hier oben für einzelne Seiten. Wenn du eine Begleitung willst und in Google besser gefunden werden willst, dann biete ich eine 3 Monate Begleitung an. Da bin ich im Hintergrund, analysiere ich mit meinen SEO-Tools deine Website und wir schauen gemeinsam auch an, was du tun kannst, welche neue Inhalte gut wären für deine Website und bei welchen Inhalten du mit ein paar Tweaks bessere Positionen erhalten könntest. Und nach diesen 3 Monaten kannst du das Gelernte auch weiterhin fortführen, um stetig dann auch besser gesehen zu werden in Google. Wenn du das willst, habe ich den Link dazu auch unter diesem Video und würde ich mich freuen, dich darin begleiten zu dürfen. Ich garantiere dir, dass du viel lernst dabei und in der Regel sieht man schon nach 2 Monaten die ersten Erfolgserlebnisse. Kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Link unter diesem Video. Bye bye.